Weiter geht's, meine verrückten Freunde. Wir machen weiter bei Narcosis. Ich bin gespannt, ob wir auf diesem Weg zu Kompass 2 kommen. Greenhouse gas, one of the most potent. Other industrial disasters may have been more severe, but Oceanova was groundbreaking, like you said. It could be years before we know all the consequences. We might never understand the ecological impact. It was very expensive, and 19 people died. Like it or not, you're the human face of all this. So what do you say to your critics? I believe in what we were doing. But was it worth the cost? Kriege ich da noch eine Antwort oder was? Ich hatte ja was gefragt, du Stricher. Na gut, einfach mal die Fresse halten, ist auch nicht schlecht. Schade gar nicht. Und hier, glaube ich, ist der Eingang zu Kompass 2. Oh mein Gott. Das sieht genauso abgefuckt aus. Tja. Der Unfall war dann doch nicht ganz ohne. Und da geier ich mir nochmal schnell einen Sauerstoff. Okay, hier kann ich noch an der Seite lang. Was ich wahrscheinlich auch machen muss, weil hier eine Arschlochkrabbe ist. Und der geht bestimmt mal wieder nicht, oder? Was fehlt? Energieversorgung wiederherstellen. Na klar! Kann denn nicht einfach mal was funktionieren hier? Oh, da hängt auch jemand rum. Hallo. Super. Okay, ich verstehe schon, glaube ich, was ich machen muss. Ich muss da irgendwie hochkommen und dann da rüber fliegen. So ein bisschen. Oh, was war? What the fuck? Der kam aus nichts! Der kam einfach aus dem Nichts. So. Okay. Ah, na, so ging es schon mal nicht. Ah, da hängt auch noch eine Leiche. Na klasse. Na klasse, was hast du für mich, Kollege? Meine ID. Ist doch schon mal nicht schlecht. So, Datenbank aktualisiert. Das würde ich ganz gerne auch eben mal noch gucken, was denn da so immer aktualisiert wird. Okay, ich gehe mal hoch zu dem Geist. Führer. Keine Ahnung, was es ist. Aber er wird mich bestimmt führen. Und wo führt er mich hin? Da lang. Da lang. Okay, aber ich glaube, ich gehe erstmal. Ernsthaft jetzt? Macht ihr mir was? Ich hoffe es jetzt einfach mal nicht. So, da lang geht's. Nu? Kann ich mich noch weiterführen vielleicht? Hallo! Wo komm ich denn nicht mal hoch? Was ist das für ein Lappen? Wo soll ich denn hin? Ich soll bestimmt drüber fliegen, aber ich komme hier nicht hoch. Oder, ach so. Methan, Durchfluss umleiten. Oh Mann, bin ich blöd. Kann ich den auch weiter umleiten? Was bringt mir das? Okay, kann ich irgendwas anders pumpen lassen? Soll ich das jetzt mal so lassen? Aus irgendeinen unerfindlichen Gründen? Oder soll ich das anders machen? Ich glaube, so könnte ich da fast rüberkommen. Möchte ich das denn wirklich? Möchte ich da wirklich rüber? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich muss fast, ne? Ich weiß zwar nicht, was da oben ist, aber ich möchte es wissen. Jo, ich glaube, so passt's. Okay, 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 okay. Na, vielleicht komme ich ganz hoch. Yes. Okay, gut. Jetzt bin ich hier oben. Und jetzt kann ich hier rein. Oder? Nope. Warum nicht? Was will ich denn hier oben? Ernsthaft, was will ich hier oben? Muss ich da noch weiter? Oh. Kann ich dir einen Arsch krapschen? Ja. Schlüsselkarte. Okay, eine Schlüsselkarte wofür? Fragen über Fragen, ja? Wo muss ich denn? Vorne vielleicht? Oder? Ich weiß es noch nicht so genau. So, ich muss meinen Sauerstoff auffüllen nochmal. Wenn er schon mal da ist, so ganz gechillt. So, da kann ich bestimmt nicht hin, oder? Nein, da kann ich nicht hin! Does it get easier, answering all the same questions?
People ask all kinds of questions. What they ask says a lot about their character. Especially when it comes to casualties. Ja, so schlimme Verluste hatte ich bis jetzt ja noch nicht. Also, glaube ich. Weiß ich nicht so genau. Ah, sind das die Generatoren? Sind das meine Generatoren, die ich vielleicht... Ja. Hast du mich hier gar nicht gesehen? Ja. Bumst mir nicht an. Kollege, bumst mir nicht an, habe ich gesagt. So. 0 Volt. Mach doch mal hier was vielleicht. Was sehe ich hier? Was? Generator einschalten. Generator einschalten. Generator einschalten. Und Rausgabe die Sicherung. Na klasse. Kann ich die nochmal einschalten? Overload. So. Noch ein Versuch, oder? Wie viel brauche ich denn eigentlich? Steht es hier irgendwo? Nope. So, den da. Den da. Sind wir hier? 110, oder? Ja. Na, so einen hier. Wie brauche ich denn? 690? Ja, habe ich jetzt. 800. 800. Machen wir nochmal 235 drauf. Nope, das war Overload. Gut. Steht es denn irgendwo? Wie viel ich brauche? Ich habe keinen Plan, ehrlich. Also, ehrlich. So, machen wir doch mal den hier an. 110. 110. Was haben wir denn jetzt? Ja, jetzt kommen wir hier noch einen an. So, 800. Noch einen von denen. Okay, ich brauche wahrscheinlich genau 1000, oder? Kann das sein? Haut das hin, in etwa? So, wie viel haben wir denn hier? 235. Okay, 235. Ich brauche, glaube ich, 2 von den großen und... Ach du, Stricher. Mach doch mal hier. Die haben wir jetzt... So. Da noch einen. Haben wir 9... Was? Ja, super. So, nochmal. 235. Machen wir alle 110er an, oder? Ich weiß echt nicht, wie viel ich brauche. Ehrlich, kein Plan. Kein Plan. So, und noch einer. What the fucking shit? Wie viel brauche ich denn? 1, 2, 3 von denen hier. Einer von denen hier. Ah, 815 brauche ich. Okay, gut. Wusste ich nicht. Kein Plan. Steht das da? Ach, da vorne steht's ja. Oh, ich bin so ein Lappen. Ja, da steht's du. Was kann ich da machen? Ach so. Okay, her damit. Okay, jetzt laufen was? Läuft jetzt hier irgendwas Tolles für mich? So ein bisschen. Ich kann wahrscheinlich jetzt den Lastenaufzug betätigen oder so. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Kann ich auch wieder einen Sauerstoff auffüllen? Wollen wir nicht. Alles cool. Alles cool. So, Lastaufzug für oben. Kann ich da rein? Ist die Schnecke da inzwischen weg oder? Chillt er da noch? Der chillt da noch. Okay. Kein Thema. Wir wollen hier jetzt mal nach oben fahren. Bitte. Okay. Danke. Bitte Tür öffnen. So, hier ist Gift. So, what's the response when they do ask about the gory details? I oblige. See which way they want to take it. I mean, what people don't get is that they don't want me to keep going. Not really. There's only so much blood and guts people can take before they lose their appetite. Everyone has their limits. Das stimmt. Das stimmt. Wo sind eure Limits? Wie viel Blut und Gedärme könnt ihr ertragen, hä? Würde mal interessieren, warum hat er jetzt schon wieder eine erhöhte Sauerstoffaufnahme gehabt? Verstehe ich manchmal nicht. Komme ich nicht drauf klar. Okay, wird's kalt. Hier wird's kalt. Ja, alles klar! Du stopperst nicht schon wieder in so einem Raum. Einfach zwirbeln, zwirbeln, zwirbeln. Einfach zwirbeln, zwirbeln, zwirbeln. Einfach zwirbeln, zwirbeln, zwirbeln. Du bist es, oder?
Let me go! Was war... War jetzt tot? Was soll ich denn da tun? Soll ich den töten? Muss ich ihn, abstechen? Oder anzünden? Was können wir da tun, ne? Was können wir tun? What can we do with a drunken sailor? Oder ein besoffen im Asie? So, komm, stech zu. Wer von denen ist es, hä? Wer von denen ist es? Hä? Der ist es. Oh! Okay, 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 okay. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Ich hab's verstanden. Glaube ich zumindest. Oh, er kommt zu mir. Was? Was? Er kommt zu mir? No, bleib weg! Geh da durch! Verschwinde einfach! Was? Hä? Was? Was ist los? Ich hab's doch jetzt geschafft, oder nicht? Ich bin doch nicht gestorben. Let me weitermachen, bitte. Let me jetzt nicht nochmal von Anfang an machen, danke. Okay, gut, der Horror ist vorbei. Es gibt keine Anleitung dafür. Mhm. Hello. Guten Tag. So, was muss ich denn hier jetzt tun? You're very candid when describing some circumstances. Times when you felt crippled with fear, coming across the bodies of friends and colleagues. Yeah. It's clear you care, but there's an undercurrent of detachment in the way you present some of the more difficult moments. Was that your intention? No, I've heard that before. I just did my best to paint a clear picture. When it comes to empathy, there's no manual for that. Okay, alles klar. Die sprechen gerade drüber, so wie der Titel heißt. Jetzt wisst ihr's. Ich will gar nicht nach links schauen. Hallo, du kaputtes Kind. Ja, 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 ja. Ködel, fliege hier einfach los. So, komm, jetzt müssen wir da mal reinschauen. So, wer bist du denn? Name Dull Rider Anders. Geburtsdatum. Soweit es ging, ich meine, wir saßen alle im gleichen Boot dort unten. War alles hauptverantwortlich für... Was? War Anders hauptverantwortlich... War Anders. Auf ständig war ich unterwegs, prüfte alle Mitarbeiter deren Arbeitsvorschriften. Ich schrieb alles auf. Ich fand im Gang den Blick auf die Wiese gerichtet. Ist er ertrunken? Oder war er Methanausstoß? Ich weiß es nicht. Ob, ach, welchen Unterschied macht es? Wer kann das schon sagen? So oder so. Alles hier fühlt sich seltsam an. Okay, also. Schön. Ich muss mir den Rest auch mal durchlesen. Vielleicht kriegen wir da ein bisschen more informations. So, Geier mal eine. Hallo! Okay, cool, da kann ich wieder ständig neuen Sauerstoff holen. Glaube ich zumindest. Okay, was haben wir denn hier alles? Das ist hier irgendwo ein Schaltknüppel oder so. Wo ich irgendwas betätigen kann, weil ich schaue jetzt lieber dreimal. Ich habe nämlich das letzte Mal auch schon wieder was übersehen. Hier irgendwas drin. Oh. Schauen wir doch mal. Ja, lol, hier hat es alles verzwirbelt. Ich hatte es so klar. Was? Dead End? Hä? Déjà-vu, ach so. Ich habe ein Déjà-vu. Ist das Déjà-vu vorbei? I have to ask again. Was it luck? Conditioning. Conditioning and discipline. That's how I got down there in the first place. That's how I got out. It's about keeping tethered to the task. You don't let yourself forget about the reality around you. You can't. Was soll denn der Scheiß jetzt hier? Was soll ich denn jetzt im Kreis rennen? Ich weiß schon, Déjà-vu und so, aber ihr seht, meine Augen werden immer kleiner. Irgendwann habe ich es doch geschafft. Und dann wache ich wieder weiß Gott wo auf. Scheint im größten Horror zu leben wieder. Oder vielleicht wieder auf unserer schönen, wunderschönen Blumenwiese. Wer weiß.
Wer weiß. Wäre schön, ne? Komm schon. Was muss ich tun? Wie lange muss ich das denn noch durchhalten hier? Komm schon. Schließ deine Äuglein, Baby. Komm schon. Schließ deine Augen, Baby. Komm schon. Machst du noch ein bisschen weiter zu. Was muss ich noch tun, ne? Einfach warten. Vielleicht mal zurückgehen oder so? Ah! Das Rätsels Lösung! Einfach mal einen Schritt zurück bewegen. Aber ich bin trotzdem noch im Déjà-vu. Okay. So. Habe ich schon wieder eine erhöhte Sauerstoff. Was? Sauerstoff bitte. Was? Bei 3%? What the fuck? Fisting? Was? 2%? What the fuck? No! 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 Scheiße, was soll ich... No! Bin ich jetzt tot, oder... Nee. Oder? Hä? Nee, bin ich nicht. Was geht hier ab? Alter, wie hart ist es denn... Leck mich doch am Sack, ey. Was geht denn hier ab? Boah, krass. Und da hängt eine Leiche drin? Alter. Ich guck gar nicht mehr drauf klar, echt. Da hängt halt echt knallhart eine Leiche mit drin, gell? Oh, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Okay, immerhin kann ich hier meinen Sauerstoff wiederherstellen. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Okay, dann kann ich einfach wieder rausgehen. Tatsächlich. Aber hier ist einfach nichts, gell? Okay, das heißt, ich muss jetzt irgendwie an den Code kommen, oder? 6. Falscher Passcode? Ich habe doch gar nicht eingegeben. Eon Passcode ein... Falscher Passcode. Wo kriege ich den denn jetzt her? Wo kriege ich den jetzt her, hm? Ich würde den dir... Alter... Gerne aus der Hand reißen. 5. Okay. 5 habe ich schon mal. Da steht da vorne auch noch irgendwas drauf, oder? Auf der... Dem hier? Nee. Okay, 5 habe ich gefunden. Fehlen noch ein paar. Ja, aber die sind aber nicht alle auf der Leiche, oder? Einfach nur 5? Nee. Okay, ich muss sie wohl dann gleich auch eingeben. Vielleicht hier 6? Ich weiß nicht. 6, genau. Okay, es sind irgendwelche Zahlen, die hier verteilt sind scheinbar. 6. Gut. Ist nix. Jetzt müssen wir unsere Augen offen halten, glaube ich. Dass wir das sehen können. Was es auch immer sein mag. Oder? Genau. Mit der 0. Okay. Was ist hier noch drauf? Nix. Die 0 haben wir noch. Alter, das ist ja eine Dartscheibe. Hardcore. Da fehlt schon noch einiges. Oh, 1. Genau, 1. Ich glaube, eine Zahl fehlt mir noch, oder? Jetzt checken, was sagt der Sauerstoff? Sagt okay, alles cool. Ja, eine Zahl fehlt mir noch. Die Anfangszahl, die erste Zahl. Steht
die hier irgendwo zufällig? Nee. Ah, Gott. Also die Null ist sehr, sehr deutlich. Vielleicht drehen wir uns nochmal so rum. Vielleicht sehen wir da nochmal was. So, die 6 ist auch recht deutlich. Die 5 hier ist auch recht deutlich. Die haben wir aber schon. Hier im Schrank ist die 1. Und hier kommt auch schon die 0. Vielleicht hier auf dieser Blaupause. Ne, das ist gar keine Blaupause. Ich dachte schon, aber das ist nur ein Tablet. Ein Bild oder so? Ein Stuhl? Ne. Ist doch gar nicht. Ich bin mir sicher, ihr habt sie schon 5-mal gesehen, die richtige Zahl. Wir sagen hier, aber... Ach, interagieren? Habe ich jetzt interagiert? Hä? Habe ich da jetzt interagiert oder was? Hat mir das nicht vielleicht jetzt hier den Rest gegeben? Aber scheinbar nicht. Ach, da steht sie doch. Mann. Mann. So, rein mit dir jetzt. Aber vorher hole ich mir noch schnell einen Sauerstoff, weil ich bin nur noch bei 33%. So. Okay. Sauerstoff ist drin. Okay. Jetzt sind meine Anzeigen wieder normal und nicht mehr so krass drauf. Okay, hier haben wir einen Serverraum. Toxisches Niveau herabsetzen. Sicherheitstüren entriegelt. Okay. Welche Sicherheitstüren? You saw terrible things. And even if you made it to the surface, you couldn't count on being rescued. I mean, I'd have lost my mind. Did you ever feel like you were losing it, just a little? No. When they found me, I'd been floating on the surface for at least 5 hours. I talked with therapists and trauma experts for months. Said I was hiding the hurt. But it's not true. I made mistakes down there, yes, but did I lose my mind? No. No way. Hier drin irgendwas? Er sagt echt, er hat nicht den Verstand verloren. Ich glaube, ich spiele dich gerade, du Kackspaten. Okay, also hier drin ist wohl nichts. Außer eine Leuchtfackel, die mir jetzt auch nicht unbedingt viel bringt. Die Tür ist zu. Da ist ein Aufzug. Da unten ist die Sicherheitstür, glaube ich. Wenn ich mich nicht täusche. Aber ich täusche mich nicht. Niemals täusche ich mich. So, wo sind wir jetzt? Ach, hier kommen wir her. Oh ja, hier ist unsere schöne Leiche. Hat sich da jetzt ein bisschen was verändert? Ich glaube schon, ne? So, Mangerie. So, hier ist die Leiche. Oder eine der Leichen. Warum ist jetzt Kompass 2 eigentlich genauso im Arsch? Gab's da auch so eine Methaneruption? Oh, was? Was? Wo soll ich denn hin? What? Hey, der Fucker. Oh Mann, shit. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, weil es hier sonst noch zu bunt wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Liken nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.